Ich habe mir jetzt das 5-Schätze-Ticket geholt. Das kann ich bei 5 Attraktionen in Salzburg und im Salzkammergut einlösen. Und mit dabei ist eine Karte, wo ich sehen kann, welche Schätze ich entdecken kann. Auf der Rückseite ist auch noch ein QR-Code drauf, mit dem komme ich direkt auf die Webseite. Und so kann ich überall von unterwegs aus die Infos über die Sehenswürdigkeiten abrufen. Mit dabei die Festungsbahn, der Mönchsbergaufzug, der Wasserspiegel, die Schafbergbahn und die Wolfgangseeschifffahrt. Einlösen kann man das Ticket ganz flexibel innerhalb einer Saison. Und genau das mache ich jetzt. Heute fahre ich mit dem Mönchsbergaufzug auf den Mönchsberg hinauf. Dort ist eine wunderschöne Aussicht und eine super Erfrischung gibt es auch dazu. Das ist wirklich ein wunderbarer Spot zum Fotografieren. Die Bilder kann man dann auch gleich hochladen. Etwa auf dem eigenen Social Media Account. Wenn man die Fotos mit dem Hashtag 5 Schätze versieht, kann man die Erlebnisse gleich mit den anderen Besuchern und Besucherinnen der digitalen Schatzkarte teilen. Sie scheinen nämlich im Feed auf der Webseite auf. In der digitalen Schatzkarte kann man jetzt auch noch ein paar Infos über den Mönchsbergaufzug aussuchen. Zum Beispiel, dass er seit 1890 gibt und er in 30 Sekunden oben ist, also das war jetzt wirklich sehr schnell. In der Geschwindigkeit überwindet natürlich nur die moderne Version des Mönchsbergaufzuges die 60 Meter Höhe. Ursprünglich verlief der Lift an der Außenseite des Berges und galt als technisches Wunderwerk. Damals war er sogar der höchste Aufzug Europas. Jetzt schaue ich nochmal in die digitale Schatzkarte, was mein nächstes Ziel ist. Und zwar ist da ganz in der Nähe der Wasserspiegel und da ist es richtig kühl und das ist richtig angenehm an so einem heißen Tag. Zum Wasserspiegel spaziert man über den Rücken des Mönchsberges etwa 15 Minuten. Hindurch durch alte Gemäuer und vorbei an wunderschönen Ausblicken über die Stadt. Darin hat es nicht nur angenehme 12 Grad, sondern man kann auch einiges über die Geschichte des Wassers und vor allem über das Salzburger Wasser erfahren. Dass man hier direkt im Berg eine Ausstellung gemacht hat, ist kein Zufall. Um 1950 wurde hier ein Trinkwasserhochbehälter mit 25 Millionen Liter Fassungsvermögen errichtet. Auch heute noch Teil der Wasserversorgung der Stadt Salzburg. Von hier aus wird das Wasser in einem rund 870 Kilometer langen Leitungsnetz auf die ganze Stadt verteilt. Im Museum kann man etwa die früheren Holzrohre bestaunen, die das Wasser transportiert haben, alte Gerätschaften rund um die Wasserversorgung sowie einen Blick in den aktuellen Trinkwasserhochbehälter werfen. Und gleich neben dem Wasserspiegel kann man natürlich das glasklare Salzburger Trinkwasser auch verkosten. Heute bin ich im Salzkammergut unterwegs und fahre mit dem Schiff über den Wolfgangsee und dann mit der Bahn hinauf auf dem Schafberg auf über 1700 Meter Seehöhe. Da hat mich in der digitalen Schatzkarte die 360-Grad-Ansicht schon so fasziniert. Und das möchte ich mir in echt anschauen. Das wird heute ein richtig gemütlicher Ausflug. Der See hat heute eine richtig schöne türkisgrüne Farbe. Das ist halt wirklich der perfekte Tag für eine Schifffahrt. Und da hat man auch Zeit für den ersten Kaffee. Die Schifffahrt von St. Gilgen bis nach St. Wolfgang zur Schafbergbahn dauert knapp 40 Minuten. Vorbei am Ochsenkreuz und der Falkensteinwand kann man hier so richtig schöne Eindrücke sammeln. Das Praktische, die Talstation von der Schafbergbahn, die ist da gleich gegenüber.
Die Schafbergbahn fährt schon seit über 130 Jahren auf den Gipfel des Schafberges. In rund 35 Minuten überwindet die steilste Zahnradbahn Österreichs die 1190 Höhenmeter. Die maximale Steigung liegt bei 26%. Das da oben ist wohl eines der schönsten Bergpanoramen in ganz Österreich. Hinter mir sieht man den Wolfgangsee und da auf der anderen Seite den Mondsee und ganz hinten auch noch den Attersee. Bei so einer Aussicht gehört zum Bergerlebnis fast der Kaiserschmarrn dazu, auch wenn ich heute nicht zu Fuß aufgegangen bin. Heute fahre ich mit der Festungsbahn hinauf auf die Festung. Ich liebe den Ausblick da oben einfach. Der Eindruck da heroben, der ist wirklich immer gewaltig. Und ich werde mir jetzt noch ein bisschen informieren über die Festungsbahn, über die digitale Schatzkarte. In nur 54 Sekunden bringt die Festungsbahn die Fahrgäste direkt auf die Festung Hohensalzburg. Früher wurde sie mit Wasser betrieben und liebevoll Tröpferlbahn genannt. Zum ersten Mal fuhr sie im Jahr 1892. Nach mehrmaligen Modernisierungen ist die Festungsbahn heute die älteste noch in Betrieb befindliche Standseilbahn Österreichs. Von da aus sieht man richtig schön den Dom und die Salzach und da mache ich jetzt auch noch ein paar Fotos. Die Festungsbahn war für mich nun der letzte der fünf Schätze, die es zu entdecken galt. Mein Fazit ist, es war richtig toll, die fünf Schätze zu entdecken mit den ganzen tollen Aussichten und Genussmomenten. So schön, dass man vielleicht doch noch nicht alles entdeckt hat und dass man es wirklich öfter machen muss.